Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir in FIFA 23. Heute sind wieder zwei neue Packs gekommen, und zwar Upgrade 83 Plus, Frankreich, England, Deutschland und das gleiche auch noch für Spanien, Argentinien und Brasilien. Quasi für Frankreich, England und Deutschland muss man auf jeden Fall 11 Spieler abgeben, darunter ein 83er Team, also quasi 82er Team und ein 83er muss man abgeben. Das habe ich jetzt fertig gemacht. Und das andere ist eigentlich sehr einfach. Ihr müsst einfach nur 6 Goldspieler abgeben. So, die beiden Challenge habe ich schon gemacht. Ich mache die jetzt für euch auf, um euch zu zeigen, ob sich das überhaupt lohnt oder nicht. Was bekomme ich? Sind auf jeden Fall untauschbar, was man bekommt. Aber man sollte einen 83er Plus Spieler bekommen. So, als erstes würde ich mal sagen, wir machen einmal den Brasilianer, Argentinier oder Spanier. Es sind halt die drei Nationen dabei. Und einer davon ist auf jeden Fall 83 oder höher. Mal gucken. Ich mache erstmal das brasilianische Team auf oder Argentinien oder Deutschland. Was kommt? Es kommt auf jeden Fall kein Walkout, ist Brasilianer und ist ein Roberto Firmino von Brasilien 83. Also hab das Schlechteste von schlecht bekommen. So, das war die erste Karte. Die können wir auch direkt schon abstoßen, weil damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Gucken. Ne, abstoßen. Okay, fertig. So, erste Karte. Also, erste Challenge war sinnlos. Gut, da musstest du auch nur 6 Gold-Spiele abgeben. War eigentlich jetzt nichts Besonderes dabei. Das zweite, da bin ich mal gespannt, kriegt man auch einen 83er Spieler. Da habe ich auf jeden Fall viel mehr Spiele abgegeben. Da muss ich 11 Spiele abgeben. Darunter ein 83er. Bin mal gespannt, ob was für ein Spieler ich bekomme. So, wieder kein Walkout. Es ist Frankreich. Okay. Fekir kann ich mitnehmen, aber leider habe ich den schon. Von daher ist das ein bisschen schade, muss ich wahrscheinlich muss ich den abstoßen oder ich muss den mein Team gucken. Kann ich den nach oben? Ja, okay, den kann ich aber halten. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, aber vielleicht habt ihr mehr Glück. Schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, was du gezogen hast. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.